Steffi, zum Glückwunsch zum ersten Zweitligasieg der Saison. Wie wichtig war das heute und wie fühlt es sich für dich kurz nach Abpfiff an? Ja, wie wichtig es war, glaube ich, haben alle gesehen. Also wir wollten unbedingt den Bock umstoßen. Wir haben sehr viel Scheiße fressen müssen die letzten 7 Wochen. Und wir müssen dieses Gefühl mitnehmen. Ja. Wir müssen diese Leidenschaft in unser Spiel mitnehmen, diese Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten. Wenn ich sehe, wie wir heute dazwischen geflogen sind und 2-mal nochmal einen Schuss geblockt haben oder 3-mal. Genau so muss das jede Woche aussehen und dann müssen wir halt hart arbeiten, dass wir uns die Punkte verdienen. Wir sind nicht wirklich vom Glück verfolgt in dieser Saison. Was hast du gedacht, als in der 2. Minute der Torwart gewechselt werden musste? Ja, das ist natürlich bitter, dass er bei seinem ersten Schlag so reinfährt, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir heute auch aufgrund dessen nochmal ein Stück oder sind wir nochmal ein Stück zusammengerückt und das war wichtig und ich glaube, so schwer es für Vatti war, der ziemlich viele Tore fressen musste und auch so schön es auch für Jan war, aber wir sind eine Mannschaft, wir müssen das kompensieren und wir haben es heute kompensiert, wir haben die 3 Punkte hier behalten und und unser Ziel ist es zu Hause eine Festung draus zu machen und um dann die wichtigen Punkte zu holen. Stichwort wichtig, wie wichtig war es, diese Abwärtsspirale, in der man sich ja schon irgendwo befand, mit dem einen Rückschlag nach dem anderen, die endlich zu stoppen und zu zeigen, wir können es doch und das sogar zu null? Ja, das, was heißt Abwärtsspirale? Wir haben Spiele verloren. Ne? Ja, wir spielen dieses Spiel, um es zu gewinnen. Das konnten wir leider in den letzten Wochen nicht und deswegen gehen wir in jeder Woche rein, um eben sie dann wieder positiver zu gestalten. Und heute ist es uns einfach gelungen und aber nur mit harter Arbeit werden wir uns die Punkte auch verdienen. Abwärtsspirale im Sinne von, dass es von Niederlage zu Niederlage schwerer wird, meinte ich. Bist du zur richtigen Phase in der Saison vielleicht, ja, ich will es nicht sagen Bestform, aber wieder in deiner Form? Ich meine, die Tore sprechen ja unabhängig von den Punkten, die es dafür vorher gab, für sich. Ja, also ich versuche immer nur an meine Leistungsgrenze zu gehen. Das ist das, was ich beeinflussen kann. Ich versuche, die Jungs mitzuziehen. Ich möchte als Führungsspieler vorangehen. Und ich wünsche mir, dass wir einfach zusammen gegen das alles, was noch kommt, ankämpfen und uns das einfach verdammt nochmal verdienen, dass wir in dieser Liga es mehr als nur verdient haben, zu bleiben. Dankeschön. Danke.